Zur Ferrostahl passen unheimlich gut Menschen, die aktiv sind, die engagiert sind. Eigenverantwortlich arbeiten können und wollen. Empathisch sind, die unheimlich gut und einfühlsam mit anderen Menschen und anderen Kulturen umgehen. Und was bei uns auch immer sehr wichtig ist, ist Teamarbeit. Bei uns wird kein Projekt abgewickelt, was eine Person alleine macht. Oder man muss ein bisschen internationalen Background haben. Zum Beispiel, wir kaufen aus China an und dann, ich komme aus China, natürlich verstehe ich diese chinesische Mentalität. Ferrostahl ist ein guter Arbeitgeber, weil das Geschäftsfeld wahnsinnig interessant ist. Weil die Unternehmenskultur sehr angenehm ist, weil das Miteinander, der Umgang und die, auch die Sprache miteinander und untereinander sehr angenehm sind. Es ist sehr anspruchsvoll, es ist immer wieder was Neues. Die Projekte ändern sich ständig. Der Inhalt der Projekte ist jedes Mal neuer. Man muss sich jedes Mal mit neuen Produkten beschäftigen, mit neuen Kunden, mit neuen Ländern. Und das ist was, was mich eigentlich zusätzlich reizt. Wir haben sehr flache Hierarchien, also von daher gibt es auch schnelle Entscheidungsprozesse. Man hat eigentlich jeden Tag eine neue Herausforderung vor sich. Die Freiräume, die man hat, sein Geschäft oder seinen Tag zu gestalten. Wenn man hier was schaffen will, dann schafft man auch was. Wenn man hier was erreichen will, dann kommt man weiter. Es gibt verschiedenste Karrierepfade, die man hier einschlagen kann. Ich habe meine Ausbildung hier damals begonnen. Bin jetzt mittlerweile schon seit fast 10 Jahren hier. Und man hat mir nach und nach immer mehr Verantwortung übergeben. Und ich habe gelernt, dass es nicht unbedingt eine Bürde ist oder eine Pflicht sozusagen, sondern dass man daraus irgendwie viel schaffen kann. Also, dass man gewissermaßen, wenn man mehr Verantwortung übernimmt, auch mehr erreicht. Und ja klar, irgendwie möchte ja jeder so ein bisschen Karriere machen und nicht nur ein bisschen, sondern das machen, wo er sich für richtig aufgehoben hält. Jedes Mal, wenn ich morgen aufstehe, freue ich mich, wieder ins Büro zu gehen. Ich habe es sogar schon mal geschafft zu sagen, dass ich nach Hause gehe, obwohl ich ins Büro gegangen bin.